Guten Morgen! Macht eine vegetarische Ernährung Sinn? Die Frage wird oft in anderen Videos mit Ja oder mit Nein beantwortet. Und ich fühle mich irgendwie auch dazu berufen, meine Meinung zu diesem Thema differenziert zum Ausdruck zu bringen. Vegetarische Ernährung oder Vegetarier verzichten letztlich in der Ernährung auf das tote Tier an sich, nicht aber auf dessen Produkte. Der Klassiker ist Milch und natürlich die damit im Zusammenhang stehenden Milchprodukte. Die Frage, ob vegetarische Ernährung Sinn macht oder nicht, hängt essentiell von der Intention des Vegetariers ab, warum er kein Fleisch essen möchte. Wenn er kein Fleisch isst, weil er das Tierleid nicht unterstützen möchte und die Tiere liebt und er nur sogenanntes Peace Food, also friedfertige Nahrung zu sich nehmen möchte, dann macht eine vegetarische Ernährung keinen Sinn. Und es ist auch nicht besser als eine omnivore Ernährung. Es ist nicht einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn was man an Fleisch weniger isst, isst man an Milchprodukten mehr. Warum? Ganz einfach. Wenn man die tierischen Produkte einfach weglassen könnte, würde man dies ja auch tun, wenn man dieses Gefühl hat, kein Leid verursachen zu wollen. Und das unfassbare Leid, was in der Milchproduktion an den Milchkühen ausgeübt wird, lässt nicht wenige empathische Menschen zu dem Schluss kommen, lieber ein Ende mit Schrecken, was den Tod der Tiere bedeuten würde, als ein Schrecken ohne Ende, was diese ständige Vergewaltigung mit Medikamenten vollpumpen, dieses Kinder von der Mutter wegreißen und Manipulation der natürlichen Nahrungsaufnahme, künstliche und die schmerzhafte Vergrößerung der Euter und so weiter. Das ist ein Schrecken ohne Ende und das ist wahrscheinlich die schlechtere Alternative. Es ist einfach ein jahrelanges Leid, was gegen jede Menschenrechtskonvention verstoßen würde, obwohl die zugrunde liegenden Annahmen dieser Konvention bezüglich Vermeidung von Leid, freier Entfaltung und Gewaltlosigkeit genauso von Tieren wertgeschätzt und gewünscht werden würde. Nur weil sie nicht unsere Sprache sprechen, heißt das nicht, dass sich die Tiere nicht ausdrücken können. Jeder, der schon mal ein Haustier gehabt hat, da wird relativ sicher erkannt haben, dass Tiere ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse sehr wohl ausdrücken können, nur eben nicht mit Sprache. Und nur weil sie sich keinen Anwalt nehmen können, dass sie die Sprache nicht beherrschen, kein Geld erwirtschaften können, obwohl sie eigentlich Geld erwirtschaften, aber keins in ihrer Tasche, weil sie quasi nicht gesellschaftspolitisch in unser System integriert sind und genau wie die dunkel pigmentierten Bewohner Afrikas als nicht gleichberechtigte Lebewesen von der aktuellen Kultur anerkannt werden oder wurden, leiten die Menschen daraus den Anspruch ab, diese Tiere zu quälen, alles zu machen, was ihnen in den Sinn kommt, bis hin zum Verspeisen dieser Tiere. Vegetarier unterstützen mit ihrem Verhalten genau diese Zusammenhänge, denn die Milchproduktion ist enorm. Schaut euch mal die Packung an von irgendwelchen Riegeln, Keksen, Brot, Waffeln, Nuss-Nougat-Creme, Pralinen, Bonbons, Margarine, Bratlinge, Kartoffelpüree und so weiter. Überall ist Milch drin. Und mit jedem Kauf solcher Produkte unterstützt der Vegetarier aktiv den Schmerz und das Leid von Tieren, wofür es keine Rechtfertigung gibt, außer den durch unser eigenes Denken generierten Zusammenhängen. Keine natürliche Intuition, die insbesondere bei Kindern noch am authentischsten gemessen werden kann, führt dazu, dass wir Tiere verspeisen wollen. Kein natürliches Gefühl spricht dafür, dass wir Tiere quälen und erniedrigen wollen. Nichts in unserem Körper hat ein Verlangen nach der Muttermilch einer anderen Rasse. Es spricht einfach nichts für das beliebige Auslösen von Leid anderer Lebewesen. Warum wir es trotzdem machen? Gewohnheit, Tradition, Bequemlichkeit und Geschmack. Letzteres, also der Geschmack, ist allerdings nur nach heutigem Stand und nach meiner Erfahrung nur noch auf rohen Fisch und Feta-Käse anzuwenden, dieses Argument. Alles andere kann nahezu gleichwertig substituiert werden, geschmacklich, und wie ich die Chemiepuncher in der Lebensmittelindustrie kenne, werden auch die letzten beiden Probleme in absehbarer Zeit auch gelöst werden. Und ja, die neuen Generationen, die werden ja gar nicht mehr den Geschmack von toten Tier und drogenähnlichen Substanzen wie die Kuhmilch kennenlernen. Wer das Video zu der Milch noch nicht gesehen hat, oben Infokarten. Diese Generationen werden gar nicht das Verlangen nach diesem Geschmack haben, denn was man nicht kennt, da kann man auch kein Bedürfnis danach entwickeln. Und macht das nicht auch stutzig, dass unser Körper gar nicht nach Milch oder Fleisch verlangt, wenn er das nicht kennt? Durchströmt da einen gar nicht der Gedanke, dass das, was die Wissenschaftler sagen, dass wir keine tierischen Produkte brauchen, Sinn machen könnte?
Denn wenn wir Durst haben, dann suchen wir in der Natur instinktiv nach Wasser. Wenn uns zu heiß ist, dann gehen wir in den Schatten. Und wenn wir Hunger haben, dann greifen wir zu essbaren Früchten und Wildgrün. Und von mir aus auch aus dem daraus entstandene, die daraus entstandenen Gemüsesorten. Nur unser Denken hat dazu geführt, dass wir angefangen haben, Waffen zu bauen, um Tiere zu erlegen, damit wir nicht mehr den ganzen Tag mit Elfen suchen zu tun haben, dass wir unsere Zeit besser nutzen können und so weiter. Wir wollen immer höher, weiter und besser werden. Und wohin hat uns das gebracht? Kriege, Rechthabereien, Streit, Gewalt, Hunger, Armut und den Verlust unseres natürlichen Zugangs zur Mutter Erde. Wer harmonisch im Einklang mit der Natur und dem gesamten Universum leben, wer täglich zufrieden und ausgeglichen sein Tageswerk nachgehen und wer das Gefühl haben möchte, richtig zu leben, der kommt gar nicht an einer veganen Ernährung vorbei. Wobei ich nur noch anmerken möchte, dass es kein objektives Richtig gibt, aber etwas, was sich als richtig anfühlt, weil es konform zu unserer Natur ist. Also zusammengefasst, wer Vegetarier ist, weil ihm das Leid der Tiere tangiert, der tut nichts für die Tiere, sondern er vergrößert das Leid der Tiere sogar. Da er die leidensvolle Lebensspanne der Tiere vergrößert und es macht daher ja, keinen Sinn, deswegen Vegetarier zu sein. Vegetarier, die eine natürliche Abneigung gegen den Fleischgeschmack haben, für die macht es Sinn, Vegetarier zu sein, denn sie haben die kindliche Intuition sich irgendwie erhalten oder wieder erarbeitet und natürlich ist es sinnvoller, sich dieser Natürlichkeit hinzugeben, als es nicht zu tun. Menschen, die aus gesundheitlichen Motiven Vegetarier sind, also sich nicht um die Tiere, sondern um sich selbst sorgen, auch für die Menschen macht es Sinn, da es im Gegensatz zu der falschen Logik in Bezug auf das Tierleid, dass es wenigstens etwas besser ist, wenigstens kein Fleisch zu essen, die Logik, die nicht stimmt, die Logik in Bezug auf die Gesundheit, also nach aktuellem Stand der Wissenschaft, repräsentiert durch die WHO, dass Milch zwar in der Tat im Übermaß gesundheitsschädlich ist, aber nicht die drastischen und verheerenden Wirkungen wie Fleisch hat, da kann man die Logik anwenden und damit den Mehrkonsum von Milchprodukten, den man jedem Vegetarier nach eingangs erwähnter Logik einfach unterstellen kann, zumindest eine leicht verbesserte Gesundheit nach sich zieht. Also auch für die gesundheitsmotivierten Vegetarier macht der Vegetarismus Sinn. Nur da müsste man wirklich sagen, dass es eigentlich irgendwann einfach die logische nächste Stufe ist, sich rein pflanzlich zu ernähren, wenn man schon die Motivation gesundheitlich motiviert seine Ernährung umzustellen hat. Insgesamt kann man also aus meiner Sicht deutlich festhalten, dass Vegetarismus nur Sinn macht, wenn man den Geschmack von Fleisch und Fisch nicht mag oder man auf beides aufgrund seiner eigenen Gesundheit bewusst verzichtet. Sobald man in seine Kalkulation Vegetarier zu sein oder zu werden das Tierleid mit aufnimmt, muss man sagen, dass diese Menschen einfach entweder zu wenig informiert sind oder sich bewusst oder unbewusst selber belügen. Denn Vegetarier verursachen durch die verlängerte Leidenszeit und den erhöhten Milchkonsum wesentlich mehr Leid als die Fleischesser. Wie ist Eure Meinung zum Vegetarismus unter Einbeziehung der vorgestellten Argumente? Ich bin gespannt und wir sehen uns in den Kommentaren oder morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.